Liebe Gemeinde, wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute hier zusammenfinden in dieser Folge Minecraft. Im Namen des Bacon und des heiligen Creeper und versammeln wir uns heute für dieses Let's Play. So, guten Tag, willkommen zu Folge. Ja, welche ist es? Na, sag es. Es ist schon. Ja, sag du. Die nächste Folge. Genau die. Ich glaube, es ist Folge 54, aber ich bin mir absolut nicht sicher. Huch, also, was war das denn? Nicht Folge 113, glaube ich. Nee, das glaube ich auch. Gut, was machen wir denn heute? Wir sollten mal wieder so ein gemeinsames Questingster machen. Richtig. Ich habe leider auch nicht mehr die Folge vorher geguckt. Sonst wüsste ich, was wir davor gemacht haben. Aber das ist nämlich eine ganz neue Aufnahmesession gerade und wir sind, frohen Mutes dabei gerade. Da ist Doc McKay, hier bin ich. Guten Tag. Wir waren ja auch wieder eine Woche abwesend, ne? Muss man ja auch sagen. Ist ja nicht so nett von uns. Ja, ganz böse von uns. Ich meine, ja, schlimm. Wir sind bei weitem nicht die Besten. Nee, aber auch nicht ganz die Schlechtesten. Also es gibt schlechtere. So, ich glaube. Hier ist früher. Ich glaube, du musst nochmal das sagen, weil deine Stimme ist ein bisschen leiser als eben. Achso, was soll ich sagen? Das, was du gerade gesagt hast, einfach nochmal wiederholen. Ich habe gesagt, ja, habe ich gesagt. Ah ja, ja, ich stimme dir zu. Fall. Genau. Du hörst dich gerade ein bisschen an, als wirst du in einer Dose sitzen. Tue ich das? Ja. Komisch. Aber ist ja nicht so schlimm. Vielleicht sitzt du ja auch in einer Dose. Ja, also das, wenn ich mich anhöre, als wäre ich eine Dose, liegt das genau daran. Ich finde, wir gehen gleich mal ein bisschen exploren. Was hältst du davon? Ja, finde ich auch gut. Explorer.exe. Genau. Ach, ich weiß mal wieder, was wir gemacht haben. Guck mal hier. Ach, genau, wir waren hier im Dingen zum Nether. Richtig, richtig pupichtig. Ach ja, genau, und Netherquarz. Habe ich vergessen zu gucken, wofür das ist. Ich habe ja auch dieses ganze Zeug hier noch. Stimmt, da hinten. Sollen wir eigentlich mal so ein kleines Häuschen um das Höllentor bauen, damit die Schweinemenschen da nicht einfach so rausströmen? Oh, wir könnten da so ein Tempel der Hölle draus bauen eigentlich. Ja, könnte man dann auch machen. Statt einem kleinen Haus einfach einen Tempel der Hölle errichten. Immer groß denken. Das haben unsere neuen Nachbarn auch so gemacht. Ja, die haben einen Tempel der Hölle um euer Haus gebaut. Ja, die wollten eigentlich nur ein kleines Häuschen und dann da einziehen, aber jetzt steht da so ein böser Tempel. Ja. Ja, passiert manchmal. Also, ja. Ich habe das auch schon mal gehabt, als ich letztes Mal umgezogen bin. Sollte halt eine kleine Wohnung werden und plötzlich war es halt so mit Opferaltar und allem. Ja, passiert am besten. Ja. Also, manchmal liegt da halt dann einfach, ja. Manchmal liegt da dann halt so eine Feuerstelle rum und plötzlich steht dann ein Altar vor und dann. Ja. Tja. Passiert. Ne? Ich meine, was soll man machen? Woraus bauen wir das? Tempel der Hölle? Aus Holz? Ja, nee, aus Sandstein. Oder aus Netherstein. Aus Netherstein geht auch. Sieht das nicht bei dir mal so komisch aus? Mit dem Neverwack? Ja, komm, bauen wir aus Neverwack hier so einen Höllentempel. Ich guck mal kurz, dass wir den symmetrisch hinkriegen, wäre cool. Ich brauche ein bisschen mehr. Ich gehe mal eben noch was ernten. Mach das. Du kannst ja schon mal so einen Rundriss zeichnen. Genau, das habe ich jetzt auch vor. Oh. Was war das denn? Hast du eine Schaufel zufälligerweise? Ich habe eine Schaufel, ja. Gut, ich komm mal was kurz. Was ist das denn? Ein Lavaschleim? Was? Jetzt ist es tot. Naja. So, stopp. Das sieht aber böse aus. Dann gib mir die Schaufel her. Was? Achso, die willst du haben. Schaufel. Ja, hier, genau. Bitteschön. Danke. So. Und dann kümmere ich mich mal draußen um, den Tempel. Kümmere dich mal draußen. Kümmere dich aber mal draußen. Mach ich. Wow. So. Dann bauen wir hier doch mal einen Tempel. Sprach der Tiger zum Bären. Genau, und baute einen Tempel. Und das alle ist waren die Geschichte. Ja, und alle waren sie überrascht und wussten nicht, was geschah. Dann müssen wir ja auch so ein Konzil dann halten irgendwann, ne? So ein paar Sachen bestimmen. Ups, das wollte ich gar nicht. Aber praktisch, stimmt. Ha. Scheiß auf Fackeln, ich zünd einfach alles an. So. Bist du gerade ein bisschen destruktiv drauf? Nö, ich wollte nur Licht machen. Hier ist so dunkel. Falls jemand weiß, wofür Netherquarz da ist, bitte einmal... Kommentare, genau. Denn wie ich uns kenne, vergessen wir wieder das nachzugucken. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wahrscheinlich vergessen wir auch komplett, was wir machen wollten und sterben zwischendurch. Möglich.
Ja, kann vorkommen. Nicht gerade unwahrscheinlich. Was denn hier alles? Wo bin ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt ausgegraben? Huch! Eine riesige Ebene. Kannst du Lava mitbringen? Nee. Nee, schade. Ich habe keinen, keinen Eimer. Hast du Eisen? Wenn du Eisen hast, dann bringe ich dir Lava mit. Nee, ich habe nur Kohle. Das ist schade. Mhm. Aufpassen, dass irgendwie nicht hier irgendwo so Gas ist. Und dann, solange ich hier draußen bin, kann ich eigentlich nicht sterben. Ja, eigentlich. Das ist immer gut, wenn man sowas sagt. Dann passiert ja, genau. Das bestimmt gar nicht. Ich meine, ich habe ja in diesem Spiel irgendwie so diesen Hang dazu, einfach so tot umzukippen. Ja, umkippen eher irgendwo runterfallen, ne? Ja, sowas auch. Ungeschickt sein. Oder einfach von irgendwelchen Zombies in bestimmte Flüssigkeiten reingeschmissen werden. Oh, jetzt weiß ich übrigens, warum du dich gerade so komisch angehört hast bei mir. Warum? Es lag daran, dass meine Kopfhörer nicht richtig im Ohr waren. Ach so, ja. Das, Ich habe hier also In-Ear-Kopfhörer. Ach so, warum das denn? Wann gab's keine anderen? Nö, ich finde die gut. Ich mag das. Ach so. So, ich esse jetzt mal ein Stück Kuchen. Nom nom nom. Ja, ist besser. Außen schwarz und innen roh. Nom nom nom. Baconkuchen. Ja. Ah, da bist du ja. Guten Tag. Genau, hier bin ich. Übrigens, ich habe heute auch Nudeln gegessen und dabei gab es Bacon. Ja. Ich muss auch mal wieder Bacon holen. Denn wie ihr vielleicht schon gewusst habt, wir sind das Bacon. Ist das hell. Soll heißen eigentlich, ja. Müssten wir auch mal Bacon essen. Das wird der, das ist der Umriss hier. Genau, das, ich zeige, ich, ja genau, ich komme mal raus. Ich brauche nur ein bisschen von dem Zeugs. Huch. Das ist erstmal das Fundament, damit man so einen groben Bauplan hat. Jetzt habe ich ja keine Schaufel mehr. Das erstmal ausfüllen, dann gucken wir, was wir draus machen. Huch. Ich bin irgendwie gefolgt und dann ging das bis hier. Ja, Machen wir es ein bisschen länger, oder? Dann sieht das aus wie so eine böse Halle. So, das kann auch wieder weg hier, das Zeug erstmal. Das war nur, um die Maße zu kriegen. Hattest du schon mal einen Ohrwurm von dem Skype-Anrufgeräusch? Ja, so ein bisschen. Ich wäre das nicht gehabt. Ich meine, wir sind ja damit aufgewachsen, ja. Mit dem Geräusch. Richtig, richtig. Nee, ich das war ja noch bevor WhatsApp und sogar bevor Facebook. Da war MySpace noch groß im Gange und SchülerVZ. Ich habe ja mit NetMeeting angefangen damals. Ich habe mit SchülerVZ damals angefangen. Also das ist jetzt wie Skype dann, ne? Ach so, das war so Videotelefonie. ICQ war das damals. ICQ, richtig. Das haben doch irgendwelche Russen gekauft, ne? Ja, keine Ahnung, aber damals die Leute, die noch mit den Gürtelschnallen rumliefen, wo ihre ICQ-Nummer drauf war. Weißt du das noch? Das kannte ich nicht bis jetzt gerade. Nee, das gab's tatsächlich. Das war voll modern. Okay. Ich kenne meine ICQ-Nummer noch auswendig. Das waren die Leute, die mit Zweck und YOLO auch rumrannten. Die jetzt mit Zweck und YOLO rumrennen. So die Art Mensch war das. Wollte ich gerade sagen. Machst du jetzt das alles? Ja, können wir auch machen. Nicht? Doch. Ich baue hier mal so ein bisschen Mauer irgendwie. Richtig. 1558079 war, glaube ich, meine ICQ-Nummer. Ja. Eine Einser-Nummer noch. Ich weiß gar nicht, was meine ICQ-Nummer war. Ich konnte die nie auswendig. Ich kenne sogar jemanden, der hat nur eine fünfstellige ICQ-Nummer. So alt ist der. Boah, was ist denn die? 1, 2, 3, 4, 5 wahrscheinlich, ne? Nee. 1, 0, 2, 0, 4, 0. 3, 5. Das ist der Trick, denken nämlich immer alle. Mir geht ja jetzt schon das Geräusch auf den Senkel, ne? Welches Geräusch? Von dem Tor. Ja, ich habe das irgendwie leise gestellt. Ich höre es kaum. Ich habe aber auch wieder keine Musik, aber egal, brauche ich nicht. Das ist okay. Ja. Musik wird völlig, völlig überbewertet. Genau, genau. Zumindest genau. Hier in Minecraft. Diese furchtbare Musik, die macht nur aggressiv. Das ist nichts für große, das ist schlimm. Hallo Schweinewehrmann. So, hier. Nein, das wollte ich gar nicht, aber egal. Die Sonne geht unter. Ja, schön für die Sonne. Ne, finde ich auch. Wobei... Oh, wie schön schnell dieser Netherrack sich abbauen lässt, ist ja geil. Das ist sehr angenehm, ja.
Das ist ja wie... Nee, schneller als Sand sogar. Ich krieg ja immer mehr Lust auf Dungeon Keeper. Dungeon Keeper, was war das gleich mal? Peter Molyneux. Dungeon Siege. Ein sehr gutes Spiel. Hab ich auch schon mal. Warte mal, ich muss mal. Zumindest der erste Teil. War, ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher, welches das war. Hab ich bestimmt auch mal gespielt, aber sagt mir gerade nichts. Boah, ist das dunkel. Ja, das liegt aber auch an deinem Texture Pack. Ja, ja. Das ist immer, wenn du, ich hab mal das Video geschaut und ich war ganz überrascht, wie stockfinster das einfach ist. Richtig krass, ne? Das ist auch nicht ganz richtig. Da waren ja sowieso ein paar Probleme mit den Lichteffekten. Mhm. Huch, warum brennt da alles? Weil ich das angezündet habe. Ach so, wird das so ein brennender Tempel der Hölle oder was? Ja, das war mir zu dunkel auch einfach. Ach stimmt, bevor wir beim Thema waren. So. Ja, es brennt schön. Ist das Mitte? Ja, ne? Boah, wir könnten ja eigentlich den ganzen Tempel einfach in Flammen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Aber zwei reichen. Da muss ein fettes Portal hinkommen hier. Ja, so. Ja. So. Wir spielen jetzt Portal. Bauen. Huch. Achso. Oder? Ja, komm. Warte, ich habe eine bessere Idee. Wir machen. So. So, und dann machen wir da so einen Spitzbogen draus. Ja, genau, das würde ich auch machen. Achso, ja, genau. Gut, gut, gut. Wir sind uns wieder mal einig. Genau, wie immer. Außer wir streiten uns gerade. Richtig. War das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Hallo. Ui. Oh, das sieht auch schon ganz nett aus. Oh, du hast dich verletzt. Haha. Ja, ist mir egal. Ich esse eine Möhre, dann ist halt alles wieder gut. Schade, dass es nicht so halbe Blöcke gibt. So, weißt du, dass man abgeflachte Kanten haben kann? Ja, ja, das, dafür müssten wir dann Tekkit installieren. Genau, oder Space Engineers spielen. Richtig, müssten wir sowieso nochmal. Genau, da ist ein neuer Patch rausgekommen und da funktioniert mittlerweile ganz viel, was vorher nicht funktionierte. Richtig, unter anderem der Survival-Modus. Der Survival-Modus, genau. Der funktioniert sogar richtig gut, ich habe ihn mal ausprobiert. Echt cool. Ja, das ganze Mining funktioniert auch, man kann sich jetzt in die Asteroiden reingraben. Geil. Also wirklich einmal ganz durch die Mitte durch. Habe ich ja schon, wie heißt das, Lust drauf. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn wir das mit ein bisschen stärkeren Computern spielen und nicht nachher die Hälfte nichts mehr sieht, dann können wir das gern machen. Ja, die müssen nur aufhören zu meckern. Ja, ja, genau. Im Video merkt man das ja nicht. Oh, nur noch 5. Schade. 5 was? 5 Steine. Ich hol grad neue. Steine, Steine. Popeine. Steine, Steine. Bei die Schweine in das Never. So, ich, Boah, aber wie schön schnell man die abholzen kann. Einfach durchrennen. Ui. Ui. Die obligatorischen Kakti. Die Kaktei. Ja, das ist ein Ort, wo Kaktisten beten. Die machen da Sachen. Die karikieren. Und sind sehr spitz. Dieses Sandabbaugeräusch hört sich ein bisschen an wie die Snapper bei Gothic 3. Keine Ahnung, ich habe Gothic 3 echt lang nicht mehr gespielt. Mal gucken, wenn ich Gothic 1 und Gothic 2 durchgeletzplayt habe, kommt Gothic 3 vielleicht dran. Ich stream das ja hin und wieder mal hier. Ach, in dem Bacon-Stream. Ach, wusste ich gar nicht. Und, bitte? Wusste ich gar nicht. Ja, ist schön da. Kannst du da auch bei YouTube gleich hochladen. Viel los. Nee, ich finde, Let's Plays für YouTube sollten dann schon irgendwie... Naja, stimmt ein bisschen schon. Überarbeitet sein, so ein bisschen. Ja, nicht ganz so. Guck mal, ich habe Video gemacht. Au. So ein bisschen durchdachter auch. Wie man das ja bei uns immer sehr schön sieht. Ja, genau, genau. Ich esse noch ein Stück Kuchen. Nein. Nee? Schade. Ich war in dem Tor und wollte schon fast wieder zurückkatapultiert werden. Das sieht doch schon ganz schön aus. Ja, auf jeden Fall. So, und ich würde sagen, das ist ein schönes Ende. Ups. Nee, wie geht das? So. Für die Folge, oder? Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Das war Minecraft.
das Bacon. Und mein Spielzeug ist kaputt.